Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es in die zweite Runde des Fotografiekurses für Einsteiger. Und zwar lernst du mit mir weiter fotografieren und wir unterhalten uns heute über den meiner Ansicht nach wichtigsten Modus deiner neuen Kamera oder auch deiner alten Kamera, und zwar den manuellen Modus. Nach dem Intro geht's weiter. So, da sind wir wieder. Das Intro habt ihr gerade gesehen. Und ja, heute geht es um meiner Meinung nach das wichtigste Werkzeug, um die Fotografie wirklich beherrschen zu lernen. Und zwar ist das der manuelle Modus, also sprich die manuelle Fotografie, wo ihr selbst entscheidet, was die Kamera tut. Meiner Meinung nach ist die manuelle Fotografie sehr, sehr wichtig, weil ihr durch diese manuelle Fotografie die volle Kontrolle über euer Motiv habt und eben nicht die Kamera. Ja, weil mit jeder Automatik ja, wird anhand von Werten, also dem sogenannten Histogramm, ja, mit Sensoren und allem und irgendwelchen Formeln, die da im Hintergrund errechnet werden, quasi das optimale Bild berechnet. Das ist aber nicht immer das Bild, was ihr gerade im Kopf habt und was ihr gerne genau gerade auf den Sensor bringen wollt oder fotografieren wollt, ja. Und deswegen finde ich, dass man mit dem manuellen Modus einen viel, viel größeren Gestaltungsspielraum hat und da viel, viel mehr mitmachen kann. Ja, und deswegen wollen wir uns heute darüber unterhalten, wie das funktioniert. Weil meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall das, was ihr als allererstes lernen solltet. Und das kann eigentlich jede Kamera, die nicht gerade nur eine Mini-Handycam ist, mit der ihr mal ab und zu ein bisschen knipsen könnt. Meiner Meinung nach, wenn ihr nicht im manuellen Modus, sondern in der Automatik fotografiert, habt ihr sehr, sehr große Einschränkungen in der Bildgestaltung. Ich möchte euch das einmal verdeutlichen bei einem kleinen Vergleich, den ich euch jetzt zeige. So, schauen wir uns mal den Vergleich zwischen Automatikmodus und manuellem Modus an. Das Foto, was ihr jetzt hier gerade seht, habe ich im manuellen Modus mit der Nikon Z6 fotografiert. Wie ihr seht, ich habe die Blende 1.8 gewählt, eine Belichtungszeit von 1/80 Sekunde und einen ISO-Wert von 100. Wenn wir uns jetzt im Vergleich dazu das Foto anschauen, was in exakt derselben Situation von der Automatik entstanden ist, werden wir feststellen, dass das erstmal auf den ersten Blick gar nicht schlecht aussieht. Und zwar seht ihr das jetzt. Ihr seht, eigentlich ist es im Prinzip dasselbe Foto. Es ist minimal unterschiedlich vom Ausschnitt her, aber es sieht im Grunde genommen erstmal relativ gleich aus. Ihr seht aber, die Automatik hat andere Werte gewählt. Die Automatik hat die Blende etwas runtergedreht auf 2.8, die Belichtungszeit etwas niedriger auf 1/125 Sekunde und die ISO auf 400. Hat Vor- und Nachteile. Welche, das werdet ihr auf jeden Fall im Laufe dieses Videos noch lernen. Aber wir schauen uns mal den direkten Vergleich dieser beiden Bilder an. Der Laie würde wahrscheinlich gar keinen Unterschied feststellen. Ich persönlich sage aber, ich mag das linke Bild lieber, einfach aus dem Grund, weil wir im Hintergrund die Lichterkette um diese Pflanze etwas schöner verlaufen haben. Man hat nur noch einen ganz seichten Hintergrund irgendwie, also man weiß gar nicht mehr so 100%, was steht da. Und auf der rechten Seite, also dem automatisch generierten Bild, ja, da erkennt man es schon ein bisschen besser und dann erkennt man auch, dass im Hintergrund da das Regal hängt und sowas. Allgemein ist da etwas mehr Schärfe auf dem Bild zu erkennen. Das kann gut sein, je nachdem, was man möchte. Ich möchte es aber oft, dass eben der Schärfebereich nur so gering ist, ja, und wirklich der Schärfebereich alleine schon das Auge zum Motiv führt. Und deswegen gefällt mir das Bild links im manuellen Modus fotografiert besser, weil ich dort selbst entschieden habe, wie ich möchte, wie das Bild aussieht. Dennoch muss man sagen, dass die Automatik der Nikon Z6 auf jeden Fall gute Arbeit macht, weil das Bild rechts ist nicht deutlich schlechter als das Bild links. Das kann sich aber natürlich je nach Belichtungssituation und je nach räumlicher Situation immer wieder ändern. Also darauf darf man sich auch nicht zu sehr verlassen.
So, natürlich heißt das alles nicht, dass eine Automatik grundlegend schlecht ist. Eine Automatik kann euch irgendwann helfen. Aber ihr solltet erst einmal das manuelle Fotografieren lernen, damit ihr hinterher die Automatik wirklich zu schätzen wisst und auch richtig einsetzen könnt. Ich zum Beispiel für meinen Teil benutze Automatiken oder teilautomatisierte Prozesse für Reportage- und Hochzeitsfotografie, wenn es besonders schnell gehen muss. Na, also wenn ich wirklich die Kamera hochnehme und ich muss sofort ein brauchbares Bild hinkriegen, weil dieser eine Moment muss jetzt aufs Foto und der ist sonst weg. Dafür benutze ich teilautomatisierte Prozesse innerhalb der Kamera. In meinem Fall ist das zum Beispiel eine Auto-ISO, ne? Da reden wir gleich noch drüber, was eine ISO ist, die ich nutze, allerdings auch nur bis zu einem bestimmten Level. Auch darauf gehe ich später nochmal ein. Und zwischendurch benutze ich auch eine Zeitautomatik. Das heißt, ich stelle die Blende und den ISO-Wert ein und die Kamera entscheidet, wie lange sie belichtet. Manchmal kombiniere ich das auch. Also dementsprechend, das ist so das, was ich benutze. Das heißt, ich mache mir automatische Prozesse zunutze, damit ja die Kamera mir Arbeit abnimmt, ja, beziehungsweise mir hilft, meine Motive auch zu bekommen, die ich haben möchte. Und um das wirklich zu schätzen, schätzen zu lernen, ja, und zu schätzen zu wissen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, mit dem manuellen Modus anzufangen und auch erstmal eine ganz, ganz lange Zeit damit zu fotografieren. Ja? Okay, als nächstes möchte ich euch zeigen, wo ihr den manuellen Modus an den Kameras findet. Und zwar, ich nehme mal hier als Beispiel meine Nikon D7200. Die habe ich hier jetzt einfach mal daneben gesetzt. Ich filme gerade mit meiner Z6 und habe noch die Sony Alpha 6000 und die Nikon D60 noch nebenan liegen. Erstmal möchte ich euch zeigen, wo ihr den manuellen Modus findet. Und zwar haben wir da schon mehrmals drüber gesprochen. Ihr habt auf den Kameras hier vorne, ich schaue mal eben, ob ihr das gut seht. Gebt mir einen Moment. Genau, jetzt hat es im Fokus. Ah, lasst mich das eben einstellen. Genau, da haben wir es. So, ihr habt bei diesen Kameras hier oben so ein Einstellrädchen, ja? Und da könnt ihr halt wirklich den manuellen Modus einstellen. Bei dieser Kamera, bei der Nikon D7200, müsst ihr dann hier oben diesen Pinöppel drücken und dann könnt ihr das Rädchen drehen. Und das dreht ihr so lange, bis das Rad auf M steht für manuellen Modus. Na, seht ihr es? Jetzt seht ihr es. Ja. Genau, auf M steht die Kamera und das heißt, ich kann jetzt manuell fotografieren und kann meine Parameter, ja, so wie ich sie haben möchte, einstellen. Das funktioniert nicht auf jeder Kamera gleich, weil jede Kamera andere Bedienelemente hat. Deswegen kommt doch mal kurz mit. Ich zeige euch mal eben hier an meinem Arbeitsplatz, wie das bei unterschiedlichen Kameras so aussieht. So, dann schauen wir uns noch einmal an, wo ihr die verschiedenen Einstellungen bei den verschiedenen Kameras findet. Also wir haben hier jetzt einmal die Nikon D7200 stehen und einmal die Sony Alpha 6000. Und ich möchte euch jetzt bei beiden Kameras jeweils mal kurz zeigen, wie das dort jeweils funktioniert. Also bei der Alpha 6000 haben wir die Möglichkeit, getrennt voneinander, wie eigentlich bei jeder guten Kamera, Blende und Belichtungszeit einzustellen. Und zwar folgendermaßen. Wir haben bei der Alpha 6000 die Möglichkeit, hier oben an dem Rädchen, was sich direkt unter dem Daumen quasi befindet, die Blende einzustellen. Und hier unten nochmal ein Rädchen für die Belichtungszeit. Ja? Und es ist natürlich jetzt so, dass gerade bei den spiegellosen Kameras, ich versuche das mal irgendwie zu rekonstruieren. Gerade bei den spiegellosen Kameras habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr ja direkt seht auf dem Bild, was passiert. Das funktioniert jetzt hier gerade. Achso, ja, ich habe den Objektivdeckel drauf, dann kann die Kamera auch nichts sehen. Sorry. Jetzt seht ihr es. Also ihr seht sofort, was sich am Bild tut, wenn ihr die Einstellungen ändert, ja? Gut, die Kamera steht jetzt auf Auto-ISO. Ich stelle das mal eben um. Genau, ISO-Wert ist auch ein wichtiger Punkt. Den findet ihr bei Sony im Menü. Also ihr müsst auf die Funktionstaste drücken und habt dann hier direkt den ISO-Wert. Und den könnt ihr dann entsprechend per Drehen des Rädchens ändern. Ja.
Und ihr seht sofort, wie sich das Bild verändert bei verschiedenen ISO-Werten, ja? Also das finde ich natürlich sehr, sehr gut bei Systemkameras. Das ist auch gerade für Anfänger ein sehr, sehr nützliches Feature. Also so geht es bei Sony, bei der Alpha 6000, bei der D7200, die jetzt so stellvertretend für viele, viele Spiegelreflexkameras einfach hier mit dabei ist. Bei der geht es ein bisschen anders. Ich versuche euch das auch mal möglichst gut zu zeigen hier. Und zwar, sobald die Kamera eingeschaltet ist, habt ihr hier auf dem Schulterdisplay verschiedene Werte stehen. Links oben seht ihr die Belichtungszeit und rechts oben seht ihr die Blende. Ja, und die könnt ihr dann entsprechend relativ praktisch einstellen. Und zwar ist es bei den Nikon Spiegelreflexkameras. Ich meine, bei Canon ist es auch so. Ich kann es aber nicht mit Garantie jetzt sagen. Aber auf jeden Fall ist es bei den höheren Spiegelreflexkameras von Nikon und auch bei der Z6, die mich jetzt gerade filmt, ist es so. Ihr habt hier direkt unter dem Auslöser in Höhe des Zeigefingers ein Einstellrädchen und habt hier hinten in Höhe des Daumens quasi auch nochmal ein Einstellrädchen. Das heißt, mit dem Daumen hinten kann ich die Belichtungszeit einstellen und vorne mit dem Zeigefinger die Blende. Das ist natürlich super praktisch, während man fotografiert, weil man muss nicht im Menü irgendwie suchen, sondern kann einfach mit Drehen der Rädchen alles ganz schnell einstellen und braucht die Hand eigentlich gar nicht wirklich wegbewegen. Wenn ihr ein bisschen fit seid, nehmt ihr quasi zwei Finger und könnt die ganze Zeit währenddessen auslösen. Aber eigentlich reicht es einfach, wenn ihr mit dem Zeigefinger runtergeht. ISO-Wert bei der Kamera funktioniert so, dass ihr hier hinten auf den ISO-Button drückt und dann könnt ihr mit dem vorderen Einstellrädchen einstellen, ob ihr eine Automatik haben wollt oder eben eine manuelle Einstellung. Und mit dem hinteren könnt ihr dann den ISO-Wert einstellen. So geht's bei der Nikon D7200. Sehr ähnlich funktioniert es, wie gesagt, auch bei der Z6. Aber ihr seht, bei jeder Kamera funktioniert es ein bisschen anders. So, jetzt wisst ihr schon mal, wo ihr diese entsprechenden Einstellungen auf den verschiedenen Kameras findet. Aber natürlich habe ich euch jetzt immer noch nicht erklärt, was diese ganzen Einstellungen überhaupt bewirken. Und zwar möchte ich gerne anfangen mit der meiner Meinung nach, ja, eigentlich wichtigsten Sache. Und zwar ist das für mich die Blende. Ja, die Blende hat ganz, ganz unterschiedliche Facetten und einen ganz, ganz unterschiedlichen Wirkungsgrad, ja. Also die Blende, nur um mal ein Basiswissen herzustellen, die Blende besagt einfach, wie weit das Objektiv quasi für Licht geöffnet ist. Also wie viel Licht in das Objektiv reinkommt, ja. Und zwar hat die Blende hier vorne, also beziehungsweise hat jedes Objektiv vorne einen sogenannten Blendenring, ja. Und der kann sich öffnen und schließen. Der ist wie so eine Spirale. Das kann man ganz gut googeln. Ich kann euch das auch mal kurz einblenden. Moment, machen wir mal eben hier. Genau, jetzt habt ihr es gesehen. So sieht so ein Blendenring aus, ja, vom Schema her. Und diese Blende, die öffnet und schließt sich, ja, und kann dementsprechend entweder mehr oder weniger Licht in die Kamera reinlassen. Die Blende besagt aber noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und zwar kann man auch anhand der Blende so ein bisschen Preise für Objektive festmachen, ja, weil je niedriger die Zahl einer Blende ist, eine Blende wird mit dem sogenannten F-Wert angegeben. Blende ich euch hier oben ein, ja, als Beispiel. Das wäre jetzt die Blende 1.8. Die Blende 16 sieht dann so aus. Ja, so wird das angegeben. Und Objektive können mit verschiedenen Blendenöffnungen arbeiten. Ja, es gibt dann verschiedene Modellbezeichnungen. Zum Beispiel das Objektiv, was mich jetzt gerade filmt, ist das Sigma Art 18 bis 35 mm. Das ist die Brennweite, also der Zoombereich des Objektivs. 1 zu 1.8. Das heißt, meine größte Blendenöffnung ist eine 1.8er Blende. Ja? Das ist immer die Zahl, die dahinter steht. Dieses 1.8 zum Beispiel oder 3.5 bis 4.2 oder sowas in der Richtung. Das steht immer mit in der Bezeichnung des Objektivs. Und jetzt kann euch auffallen, wenn ihr mal ein bisschen recherchiert und ein bisschen schaut im Netz oder sonst irgendwo oder beim Händler eures Vertrauens, dass die Objektive, die die niedrigeren Zahlen aufweisen, meistens auch sehr viel teurer sind. Ja, es sei denn, es geht um solche Festbrennweiten, die keinen Zoombereich haben.
Aber wenn ihr euch jetzt zum Beispiel identische Objektive anschaut, zum Beispiel eine 35 mm Festbrennweite, im Laden und einfach mal vergleicht, was kostet die mit 1,8 hinten im Namen drin stehen und was kostet die mit 1,4 hinten im Namen drin stehen. Ja, je niedriger diese Zahl wird, desto höher wird der Preis. Davon könnt ihr ausgehen, weil es ist mehr Glas verbaut, es sind unter Umständen mehr Linsen verbaut, um eben diese größere Blendenöffnung zu ermöglichen, ja. Und ja, auch zu ermöglichen, dass das Objektiv mit diesem vielen Licht überhaupt arbeiten kann. Und dementsprechend wird das Ganze teurer. Also dementsprechend könnt ihr auch an den Blenden oft ein bisschen die Qualität des Objektivs festmachen. Ja? Das ist nicht immer so, aber schon relativ häufig. Ein weiteres Qualitätsmerkmal für Objektive, gerade im oder nur im Zoom-Bereich, wenn ihr ein wirklich gutes Zoom-Objektiv seht, dann wird das meistens nur eine Zahl dort stehen haben. Ja? Manche andere günstigere Objektive haben einen Von-Bis-Bereich, also zum Beispiel von Blende 3,5 bis Blende 5. Oder sowas in der Richtung. Ja, die sind meistens etwas günstiger. Das führt aber leider dazu, dass sie zwar bei einer geringen Brennweite, also wenn ihr weit vom Motiv weg seid sozusagen, zwar noch eine relativ große Blendenöffnung haben, die wird aber dann immer kleiner, je näher ihr ins Motiv reingeht. Das kann natürlich bei der Bildgestaltung etwas hinderlich wirken. Was ist eine Blende und was kann ich damit machen? Ja, welchen Effekt hat zum Beispiel eine offene Blende. Eine offene Blende hat einfach den Effekt, dadurch, dass das Objektiv mehr Licht reinlässt, ist es natürlich sogenannt lichtstärker. Ja, das heißt, ihr könnt bei schlechtem Licht bessere Aufnahmen machen, ja, oder einfacher Aufnahmen machen, ohne jetzt die Kamera an ihre technischen Grenzen bringen zu müssen. Das heißt, ihr könnt einfach mehr Licht reinlassen und habt dadurch natürlich mehr Licht auf dem letztendlichen Foto. Das kann zum einen gut sein, um, ja, wie schon gesagt, bei schlechtem Licht zu fotografieren. Zum Beispiel ist für mich bei Hochzeits- und Reportagefotografie ist eine 1,8er Blende absolut Pflicht. So, weil sonst komme ich nicht zurecht. Ja, wenn ich kann zwar auch mit einer 3,5er Blende fotografieren oder sonstiges, also alles ein bisschen geschlossener, aber das entspricht nicht wirklich meinem Bildstil, den ich mir wünsche. Ja, deswegen fotografiere ich lieber mit offenblendigeren Objektiven. Und die sind natürlich dann entsprechend lichtstärker. Ja, das heißt, ich kann auch in dunkleren Verhältnissen einfach bessere Fotos machen. Ein weiterer Bonus, den diese offene Blende hat, ist die sogenannte Freistellung. Ich zeige euch das mal an einem Beispielbild. So, wie sieht also ein Foto aus, was mit geöffneter Blende, sehr weit geöffneter Blende geschossen wurde? Das seht ihr jetzt hier gerade. Dieses Foto wurde mit einer Blendenöffnung von 1,8 geschossen, also sehr weit geöffnet. Das Maximum, was auf dem Objektiv, was ich verwendet habe, möglich ist, mit einer 30. Sekunde Belichtungszeit. Achtung, hier ist zu beachten, ich habe alle Fotos von einem Stativ gemacht. Das heißt, aus der Hand ist eine 30. Sekunde heikel. Also das würde ich nicht unbedingt versuchen. Aber vom Stativ geht es natürlich. Und ja, ihr seht, im Hintergrund haben wir eine sehr, sehr schöne Unschärfe, ja, ein sogenanntes Bokeh mit dieser Lichterkette um diese Pflanze drum, mit dem Regal hinten im Hintergrund, was so aussieht wie so Rohre, die aus der Wand kommen, in diesem Industriestil. Das erkennt man aber nicht mehr so ganz klar. Und im Vordergrund grenzt sich dann schön die alte Kamera ab, die eigentlich das Hauptmotiv dieses Fotos ist. Und ihr seht, das hat einen sehr, sehr schönen Effekt. Was ihr aber auch seht und was bei Offenblende definitiv zu beachten ist, der Schärfebereich wird dadurch sehr gering, also sehr klein, ja, ein sehr, sehr kurzer Fokusbereich. Ihr seht, auf der linken Seite der Kamera, der Schriftzug sowie die Bedienelemente sind komplett scharf. Die Vorderseite des Objektivs sowie aber auch die andere Seite der Kamera, die etwas weiter hinten stehen durch diese versetzte Position, sind schon unscharf. Das heißt, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Ihr habt bei offener Blende einen sehr kleinen Schärfebereich, habt aber dafür sehr, sehr schöne Effekte, die das Ganze erzielt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ein Foto mit einer sehr großen Blendenöffnung aussieht. Ja, also was für einen gestalterischen Spielraum ich bei einer großen Blende habe. Das Gegenteil ist natürlich die geschlossene Blende. Das sieht alles ein bisschen anders aus, lässt dann weniger Licht rein, hat aber auch bestimmte Vor- und Nachteile. Auch das zeige ich euch jetzt gerne anhand eines Beispielfotos.
Bei geschlossener Blende verändern sich Fotos grundlegend. Ihr seht hier dasselbe Foto wie vorher nochmal mit geschlossener Blende, also einer Blendenöffnung von 16 und 1,3 Sekunden Belichtungszeit bei einem ISO-Wert von 100. Das Bild ist sehr viel schärfer im Gesamten. Ja, das kann gut sein, aber das kann auch genau ein nicht gewünschter Effekt sein, weil hier könnte es jetzt zum Beispiel so sein, wenn jetzt ein bisschen mehr durcheinander auf dem Bild wäre, dann wäre natürlich zum Beispiel schon schwer zu erkennen, was jetzt euer Kernmotiv ist. Diese große Tiefenschärfe kann aber auch ein Riesenvorteil sein, wenn ihr zum Beispiel Landschaften fotografiert oder Architektur fotografiert. Da sind kleine Blendenöffnungen und somit eine große Tiefenschärfe wirklich erwünscht. Ja. Aber ihr seht hier den Unterschied. Ich zeige euch auch nochmal einen direkten Vergleich beider Bilder. Und ihr seht schon, durch die Blende verändern sich die Fotos grundlegend. Ja, natürlich ein absolut legitimes Gestaltungsmittel und ja, auch ein kreatives Mittel, um eure Fotos entsprechend zu verändern. So, jetzt wird euch wahrscheinlich ein Detail aufgefallen sein. Natürlich ist das Bild mit der geschlossenen Blende insgesamt schärfer. Und wenn ihr natürlich eine größere Tiefenschärfe haben wollt, also mehr scharfen Bereich auf dem Bild haben wollt, ist eine geschlossenere Blende natürlich super. Aber euch wird aufgefallen sein, dass sich die Belichtungszeit auf diesem Foto erhöht hat. Das heißt, ich musste mit einer längeren Belichtungszeit fotografieren. Logisch, weil ihr habt eine kleinere Öffnung und es kommt natürlich durch eine kleinere Öffnung weniger Licht als durch eine größere Öffnung. Das heißt, ihr müsst die Belichtungszeit anpassen. Und damit sind wir beim nächsten großen Faktor für die Fotografie, der Belichtungszeit. So, weiter geht's mit der Belichtungszeit. Und wie der Name schon sagt, geht es da um einen Zeitraum. Ja? Und zwar, jede Kamera hat einen Verschluss. Ja? Das heißt, jede Kamera kann entscheiden, per Knopfdruck, das ist der Auslöser, den ihr drückt, wie lange sie Licht reinlässt auf den Sensor, ja, durch die Blende. So, das heißt, das Licht kommt durch die Blende rein, durchs Objektiv. Ihr drückt auf den Auslöser. Der Verschluss geht auf, ja, und dementsprechend kommt Licht rein. Und dieser Zeitraum, wie viel Zeit vergeht von Verschluss geöffnet bis Verschluss wieder geschlossen, wird bezeichnet als Belichtungszeit. Ist jetzt wahrscheinlich komplizierter formuliert, als es tatsächlich ist. Also es geht darum, wie lange wird ein Bild tatsächlich belichtet. Das Thema ist ja eigentlich gar nicht so komplex. Das kann man eigentlich relativ simpel erklären. Also es geht dabei tatsächlich darum, Auslöser wird gedrückt, ja, Verschluss wird geöffnet, Verschluss wird geschlossen. Wie viel Zeit vergeht dazwischen? Und da haben wir bei den meisten Kameras irgendwie so minimale und maximale Werte. Also wie viel die minimale Belichtungszeit ist. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Nikon Z6, ist die ziemlich schnell. Das ist eine 1/8000stel Sekunde. Also es ist wirklich schnell. Das würde ich behaupten, schneller als ein Augenzwinkern. Ja. Und die Nikon Z6 hat allerdings auch einen elektrischen Verschluss. Ja, das muss man jetzt dazu sagen. Ist jetzt nicht direkt zu vergleichen mit einer Spiegelreflexkamera, wo ja der Spiegel hochklappen muss, damit Licht reinkommt. Das ist mechanisch ein bisschen aufwendiger und deswegen sind da eher die teureren Kameras dann schneller, sodass die wirklich auf eine 1/8000stel Sekunde und sowas kommen. Ich weiß gar nicht, ob meine 7200 das kann. Ich werde das mal eben testen. Moment, weil ich habe sie ja hier. Also ich kann die D7200 maximal einstellen auf eine 1/8000stel Sekunde auch tatsächlich. Also das kann die auch. Das heißt, das ist der Minimumwert. Ja? Das ist der minimale Wert, der geringste und kleinste und kürzeste Zeitraum, in dem Licht auf den Sensor trifft. Der längste Zeitraum ist bei den meisten Kameras völlig frei wählbar, weil das ist die sogenannte Bulb-Belichtung, wie auch immer. Ja, also die individuelle Belichtung. Ihr drückt quasi das erste Mal auf den Auslöser und der Verschluss geht auf. Und wenn ihr das nächste Mal auf den Auslöser drückt, geht der Verschluss zu. Ja, meistens ist dann davor die längstmögliche Belichtungszeit sind meistens 30 Sekunden. Das heißt, von einer 1/8000stel Sekunde bis unendlich quasi könnt ihr belichten. Ja?
Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf dieses Thema Langzeitbelichtung und sowas eingehen, weil das ist nochmal ein Thema für sich, was ich irgendwann in einem späteren Video auf jeden Fall nochmal besprechen werde. Ja, also deswegen Langzeitbelichtung, also alles über, sagen wir mal, 10, 15 Sekunden, machen wir mal wann anders. Jetzt geht es erstmal um die Basis. Was macht die Belichtungszeit für eure Bildgestaltung? Weil das ist eigentlich das, worum es jetzt gerade gehen soll. Ja, und zwar, die Belichtungszeit kann dafür sorgen, dass ihr Bewegung entweder einfrieren oder eben sichtbar machen könnt. Ja, so kann man es eigentlich am leichtesten erklären. Natürlich ist klar, wenn ihr kürzer belichtet, kommt weniger Licht auf den Sensor. Das heißt, dieses Zusammenspiel zwischen Blende und Belichtungszeit, das muss euch klar sein. Ja? Wenn ihr eine große Blende habt, könnt ihr kürzer belichten. Habt ihr eine kleine Blende, also eine kleine Blendenöffnung, ja, eine hohe Blendenzahl, habt ihr eine kleine Blendenöffnung, müsst ihr länger belichten. Ja, das Zusammenspiel muss euch klar sein, weil das ist elementar für die Bildgestaltung. Kleine Blendenzahl heißt große Blendenöffnung. Kurze Belichtungszeit, kleine Blendenöffnung, also wenig Licht kommt auf den Sensor, lange Belichtungszeit. Ja, also das geht so im Wechsel, ne? Das geht immer konträr zueinander, das wechselt sich so quasi ab. Das eine geht hoch, das andere geht runter. Ja? Ganz hängt direkt miteinander zusammen. Das muss euch klar sein. So, jetzt habt ihr aber durch die Belichtungszeit einen gewissen Gestaltungsspielraum. Und zwar könnt ihr mit Bewegung spielen. Ich möchte das anhand von zwei Beispielbildern einmal für euch demonstrieren. Die Belichtungszeit ändert in erster Linie die Bewegungsunschärfe auf einem Foto. Natürlich auch, wie viel Licht jetzt reinkommt und wie viel nicht. Aber wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, man nutzt die Belichtungszeit als Gestaltungsmittel, dann können wir uns hier anhand dieser Bildbeispiele sehr schön anschauen, worum es geht. Und zwar achtet mal bitte unten im Glas auf das Wasser. Ihr seht da wirklich schön die einzelnen Perlen, die das Wasser wirft, ja, diese einzelnen Bläschen und die Struktur, die Oberfläche des Wassers, auch des Wassers, was da aus dieser Flasche rauskommt. Ja, seht ihr alles sehr klar und sehr scharf und sehr deutlich. Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt die Belichtungszeit höher stelle, also demnach länger belichte, dann seht ihr, dass die Bewegungen mehr verschwimmen. Ihr seht das vor allem unten im Glas, wo die Bläschen jetzt nicht mehr klar zu erkennen sind, sondern eher in solchen Wellen verlaufen. Und auch das Wasser, was aus der Flasche kommt, nicht mehr ganz so knackscharf ist und etwas mehr verläuft. Das kann natürlich ein sehr, sehr gewünschter Effekt sein. Beispielsweise in der Landschaftsfotografie, wenn ihr einen Bach oder sowas fotografiert, der fließt, dann sieht das natürlich sehr schön aus. Oder einen Wasserfall, wenn ihr dann wirklich nur diese weißen Streifen dort habt, diese weißen Flächen und eben nicht die wirklich detaillierten Wellen. Also durchaus als Gestaltungsmittel sehr angebracht. Wir schauen uns nochmal den direkten Vergleich an. Ihr seht links schön scharfe Darstellung mit den einzelnen Bläschen. Ja, rechts habt ihr dann eher, ja, ich sag mal, eine künstlerische Darstellung. Ja, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Aber hier seht ihr sehr schön den Unterschied anhand dieses, ja, simplen Fotomotivs. So, nicht schlecht, oder? Was mit der Belichtungszeit so alles funktioniert. Damit geht natürlich noch viel, viel mehr. Ich rede jetzt natürlich auch von so Sachen wie Sportfotografie. Ja, ihr fotografiert zum Beispiel ein vorbeifahrendes Auto, ja, beim Motorsport. Wenn ihr kurz belichtet, habt ihr das Auto sozusagen eingefroren und es sieht auf dem Bild aus, als würde es stehen. Wenn ihr länger belichtet, bewegt es sich ein bisschen mit, ihr habt ein bisschen Unschärfe im Bild, Bewegungsunschärfe und dadurch sieht alles dynamischer aus. Ja? Also ihr könnt damit spielen. Meistens ist es so, wenn Bewegungsunschärfe auf einem Bild zu finden ist, wirkt es dynamischer, ja? Und irgendwie schneller. Ja? Also damit könnt ihr mal ein bisschen spielen, probiert da mal ein bisschen aus. Ich habe gerade schon mal kurz gesagt, was auch sehr interessant ist bei Nachtaufnahmen, also wenn es wirklich sehr dunkel ist und wenn man die Möglichkeit hat, die Kamera auf ein Stativ und auf einen festen Untergrund zu stellen, kann man auch sehr schön mal mit Langzeitbelichtungen spielen, also wirklich mal so 10, 15 Sekunden oder auch 30 Sekunden mal belichten und einfach mal gucken, was passiert. Ja, das Schöne ist, wenn ihr eine Systemkamera habt, also eine Kamera ohne Spiegel,
dann seht ihr bei euren Einstellungen sofort, was passiert. Also ihr könnt wirklich genau einstellen so und seht auf dem Display schon, wie das Bild in etwa hinterher aussehen wird und könnt dann einfach mal so ein bisschen rumspielen und so ein bisschen schauen. Dazu möchte ich euch auf jeden Fall auch auffordern, probiert da einfach mal ein bisschen aus. Diesen Zusammenhang zwischen Blende und Belichtungszeit, was muss ich wie einstellen, damit es gelingt oder eben nicht gelingt. Unser Vorteil als digitale Fotografen ist, wir können es einfach probieren, weil wir müssen keinen Film bezahlen. Ja, also das war früher auf jeden Fall deutlich schwerer. Deswegen nutzt diesen Vorteil und probiert einfach mal rum. Probiert einfach mal aus, was so alles geht und was ihr so alles machen könnt. Weg von der Belichtungszeit hin zum ISO-Wert. So, jetzt wisst ihr ja schon einiges über die Grundeinstellungen einer Kamera. Ja? Ein wichtiger Wert fehlt noch, und zwar der ISO-Wert. Der ISO-Wert ist im Grunde genommen vereinfacht ausgedrückt ein Überbleibsel aus der analogen Fotografie. Früher konntet ihr Filme kaufen mit verschiedenen Leitzahlen, die standen auf den Filmverpackungen drauf. Da gab es dann zum Beispiel Agfa Color 400 oder sowas. 400 war dann das, was heutzutage der ISO-Wert ist. Das war auch schon früher der ISO-Wert, aber ne, das ist jetzt rübergewandert in die digitale Fotografie. Heutzutage kauft ihr aber keinen Film mehr und kauft auch keine Kamera mehr, die einen bestimmten ISO-Wert hat, sondern ihr könnt den ISO-Wert an eurer Kamera einstellen. Diese Einstellung findet ihr auch an ganz unterschiedlichen Orten. Das habe ich euch ja gerade schon mal gezeigt. Das ist bei jeder Kamera ein bisschen unterschiedlich. Und ja, dieser ISO-Wert bei Digitalkameras kann er halt viel, viel höher sein als früher bei Film. Also mir ist nicht bekannt, dass man früher einen Film mit einem ISO-Wert von 51.200 kaufen konnte, wie das jetzt heutzutage bei der Z6 möglich ist. Ja, die kann man so hoch ziehen vom ISO. Wie gesagt, ist mir nicht bekannt. Vielleicht war es so. Aber ISO ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Ihr könnt mit dem ISO-Wert natürlich die Lichtempfindlichkeit erhöhen und damit für hellere Bilder sorgen. Erstmal vom Prinzip her. Das heißt, ihr könnt bei schlechtem Licht gut belichtete Fotos machen. Aber gute Belichtung ist nicht alles, weil diese hohen ISO-Werte haben natürlich auch ein Manko. Und zwar in der Regel kann man sagen, ein höherer ISO-Wert sorgt für mehr Bildrauschen. Bildrauschen sind so kleine Bildpunkte, ja, die sind nicht zu verwechseln mit der früheren Filmkörnung, die ja eine gewisse Sympathie sogar hatte, gerade bei Leuten, die diesen Vintage-Look ein bisschen mögen, sondern Bildrauschen sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Ne, also das sind so Farbfehler irgendwie in so einem Bild. Und je höher der ISO-Wert ist, desto größer und desto heftiger wird das Bildrauschen. Und deswegen versucht man eigentlich immer mit einem möglichst niedrigen ISO-Wert zu fotografieren. Ich persönlich versuche, wann immer es möglich ist, mit ISO 100 zu fotografieren. Bei Tageslicht draußen kein Problem. Wenn ich hier perfekt ausgeleuchtet filme, kein Problem. Aber es gibt Situationen, da ist das ein Problem. Auf Hochzeitsreportagen oder allgemein bei Reportagefotografie. Großes Problem. Da werdet ihr ISO 100 in vielen Fällen nicht hinbekommen. Ist einfach nicht. Ja? Macht euch da auch keine zu großen Hoffnungen und seid dann hinterher enttäuscht, weil es nicht funktioniert oder so. Man muss nicht immer mit ISO 100 fotografieren. ISO 100 sorgt nur dafür, dass das Bildrauschen gegen Null geht. Jetzt ist es so, dass es je nach Kamera bei hohen ISO-Werten ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse gibt. Man redet von einer guten oder schlechten Low-Light-Performance. Also wenn ihr sowas mal lest, hat das meistens was damit zu tun, wie verhält sich die Kamera bei hohen ISO-Werten. Weil sobald man schlechtes Licht hat, also in Low-Light-Situationen fotografiert, muss der ISO-Wert hoch, ja, automatisch. Und ja, manche Kameras machen das be besser, manche machen das schlechter. Zum Beispiel macht meine Z6 als Vollformatkamera macht das besser als meine D7200. Meine D7200 macht das allerdings besser als meine Alpha 6000 und meine Alpha 6000 macht das besser als meine D60, weil die D60 ist nämlich schon von Anno Schnuff, ne? Und die hat eine ganz schlechte Lowlight-Performance und dementsprechend. Ja, so haben sich die Kameras weiterentwickelt und so ist es auch so, dass oft die Einsteigerkameras eine etwas schlechtere Lowlight-Performance haben als die Profikameras.
muss kein Problem sein. Ja, also wenn ihr sowieso nicht vorhabt, irgendwie, was weiß ich, Partyfotografie zu machen oder Konzertfotografie oder so, kann euch der ISO-Wert am allerwertesten vorbeigehen. Ja, ist wirklich so. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz solltet ihr wissen, was dieser ISO-Wert besagt und was der macht. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, hohe ISO-Werte, auch wenn die Kameras das können, sind immer, immer mit Vorsicht zu genießen. Deswegen, wenn ich zum Beispiel Hochzeiten fotografiere, dann achte ich schon darauf, dass der ISO-Wert nicht zu hoch geknallt wird. Also die ISO-Automatik block ich meistens bei einer bestimmten Zahl. Zum Beispiel in meinem Fall bei 6400. ISO 6400, das ist schon verdammt hoch und viele Kameras machen da echt nur noch ganz schlechte Bilder. So, deswegen, also höher darf es für mich nicht gehen, auch wenn die Kamera das vielleicht kann, aber da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil die Rauschreduzierung in dem Programm ist auch oft nicht so gut und so und dann hat man einfach nicht so schöne Fotos. Am Ende ist es aber tatsächlich so, der Laie, der drauf guckt, der nimmt das oft gar nicht wahr. Dennoch möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, warum ihr oft besser über Blende und Belichtungszeit agieren solltet und nicht einfach über ISO. Also nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel anfangt zu sagen, ja, okay, ich kann ja den ISO-Wert erhöhen und fotografiere jetzt immer bei einer 8000stel Sekunde. Da werdet ihr keine schönen Fotos bekommen. Und ich zeige euch jetzt, warum das so ist. Das erste Beispielbild ist geschossen mit meiner liebsten ISO-Einstellung von 100. Das ist einfach nur ein Schuhkarton. Also ist ganz unspektakulär. Ich habe dieses Motiv jetzt gewählt wegen dieser schwarz-grauen Fläche, so dass ihr gleich den Vergleich besser seht. Also ISO-Wert 100. Ihr habt ein schön scharfes Bild. Ja, sieht alles soweit gut und scharf aus. Achtet jetzt vor allem beim Wechsel auf das andere Motiv mal unten auf die Maserung des Tisches und allgemein dieses Auftreten dieses Fotos. Ja. Hier habt ihr das andere Foto. Ja, man sieht einen deutlichen Unterschied. Ja, das Bild ist sehr viel körniger, aber das ist keine schöne Körnung, sondern eben dieses angesprochene Bildrauschen. Jetzt müssen wir hierzu sagen, der ISO-Wert 51.200 ist extrem hoch. So hoch fotografiert man eigentlich nicht, außer es ist wirklich eine absolute Ausnahmesituation. Und man muss dazu sagen, dass die Nikon Z6 das wirklich noch verhältnismäßig gut meistert. Also es sieht nicht so schlimm aus, wie man jetzt vielleicht erwarten könnte. Schaut euch das gleiche Ergebnis mal von preisgünstigeren Kameras mit einem kleineren Bildsensor an. Da werdet ihr auf jeden Fall andere Ergebnisse sehen. Also das kann erheblich schlimmer aussehen. Wir schauen uns das nochmal im direkten Vergleich an. Also ihr seht schon einen deutlichen Unterschied. Die Farben sehen ganz anders aus, die kommen ganz anders raus, viel, viel klarer auf dem linken Foto und eben dieses Bildrauschen, ja, versaut so ein bisschen das Bild. Ja, der Laie wird es wahrscheinlich noch nicht mal erkennen, wenn ihr jetzt also eine Reportage fotografiert und da ist ein Bild ein bisschen verrauscht. Die Leute werden es wahrscheinlich nicht mal wirklich erkennen, aber im direkten Vergleich sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Deswegen immer Vorsicht mit dem ISO-Wert. Ja, genau, so sieht's aus mit den ISO-Werten. So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was mitnehmen können. Und am Ende habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch, wenn ihr jetzt gerade neu anfangt mit der Fotografie. Meine Aufgabe ist, geht raus, sucht euch ein Motiv. Ja, irgendein Motiv, völlig egal, was euch gefällt. Von mir aus kann es euer Auto sein, kann es das Haus nebenan sein oder sonst irgendwas. Sucht euch ein Motiv aus. Und versucht mal bewusst die manuellen Einstellungsmöglichkeiten für Bildgestaltung zu verwenden. Also ein Bild heller zu machen, ein Bild dunkler zu machen, ein Bild von der Bewegung her unschärfer zu machen. Versucht mal bewusst damit zu spielen und macht mal mindestens 10 verschiedene Fotos von einem Motiv mit ganz unterschiedlichen Einstellungen. Und schaut euch dann hinterher einfach mal am besten auf dem Computer, nicht auf dem Kameradisplay. Schaut euch dann am besten einfach mal an, wie sich dieses Bild verändert, dieses selbe Motiv verändert durch verschiedene Einstellungsparameter. Ja, das ist meine Aufgabe für euch. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ein bisschen was lernen. Es geht demnächst auf jeden Fall weiter an dieser Stelle mit weiteren Videos zu diesem Thema oder zu diesen Themen. Also wir lernen weiter Fotografie. Ja, lasst euch überraschen, was das nächste Thema sein wird. Jetzt haben wir uns erstmal um trockene Theorie gekümmert. Das heißt, jetzt wird es langsam Zeit, ein bisschen in die Praxis zu kommen.
Also freut euch auf die nächsten Videos. Die restlichen Videos von dieser Liste bzw. von diesem Fotokurs findet ihr hier auf der Playlist. Ja, die blende ich euch hier ein. Und hier oben könnt ihr meinem Kanal folgen, falls euch das Ganze gefallen hat. Vergesst auf gar keinen Fall auf die Glocke zu klicken, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Gebt das weiter an Leute, die es interessieren könnte. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr mitnehmen konntet. Ja, habt ihr ein bisschen was ausprobiert? Und falls ihr was ausprobiert habt, lasst mich doch mal wissen, mein Instagram ist unten verlinkt. Schickt mir doch einfach mal Bilder rüber, die ihr gemacht habt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, eure Ergebnisse zu sehen und ja, mich mit euch ein bisschen auszutauschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.